Herzlich willkommen zu unserem Video zum Thema Multiple Sklerose. In einem vierköpfigen Team aus Masterstudierenden des Studiengangs Gesundheits-, Tourismus- und Sportmanagement der FH Joanneum haben wir das Projekt MS Awareness und Fundraising im Auftrag der österreichischen Multiple Sklerose Gesellschaft geplant und umgesetzt. Selbsthilfegruppen artikulierten in einer vom Institut Gesundheits- und Tourismusmanagement durchgeführten Bedarfserhebung, dass öffentlichkeitswirksame Awareness und Fundraising nötig wären. Aus diesem Grund haben wir dieses Video erstellt, in dem spannende Inputs zum Thema Multiple Sklerose präsentiert werden, um auf die Erkrankung aufmerksam zu machen und das Bewusstsein dafür zu schaffen. Es folgen nun Inhalte zu den Themenbereichen Medizin, Alltag, Ergotherapie, Ernährung und Gesundheitskompetenz in Bezug auf Multiple Sklerose. Jeder Mensch ist einzigartig, das trifft auch für Menschen mit Multiple Sklerose zu. Jeder MS-Patient hat seine individuellen Stärken, aber auch Schwächen, da unterscheiden sie sich nicht von anderen Menschen. Das, was uns Menschen stark macht und das, was auch Menschen mit MS stark macht, ist aber letztlich die Gemeinschaft. Wir können sozusagen gemeinsam, das sehen wir auch jetzt im Rahmen der momentanen Covid-Pandemie, wir können gemeinsam mehr erreichen als Einzelpersonen und das gilt auch für MS-Patienten. Daher ist die Multiple Sklerose Gesellschaft, sei es österreichweit, sei es in den Landesgesellschaften, so wichtig, weil sich Patientinnen und Patienten dort treffen, austauschen, informieren können und so lernen, ihre Krankheit besser in den Griff zu bekommen. Es sind in den letzten Jahren zahlreiche neue Medikamente auf den Markt gekommen, die doch die Hoffnung erlauben, dass die Multiple Sklerose langfristig ihren Schrecken verlieren wird. Es gibt Medikamente für aktive, hochaktive Erkrankungen, aber auch für den milden oder moderaten Verlauf. Es gibt Medikamente für Patientinnen, die partout keine Spritzentherapie haben wollen, in Form von Tabletten oder Kapseln. Es gibt Medikamente, die sehr wenige Nebenwirkungen haben. Im Prinzip können wir also das gesamte Spektrum der schubförmigen MS mittlerweile sehr gut behandeln. Das Problem, das nach wie vor besteht, ist die Spätphase der Erkrankung, die chronisch progrediente Verlaufsform der Erkrankung sozusagen. Hier gibt es im Moment noch sehr wenige medikamentöse Therapien. Das wird sich hoffentlich in den nächsten 10 Jahren ebenfalls ändern. Im Moment sind für diese Patientinnen und Patienten daher Therapien notwendig, die mithelfen, bestimmte Symptome, bestimmte Beschwerden zu lindern. Und dazu gehört vor allem die Physiotherapie, die Ergotherapie, aber auch manche medikamentöse Therapien. Wohlbefinden ist ein zentraler Punkt, nach dem wir in unserem Leben streben. Bei der Multiple Sklerose erreichen Sie Wohlbefinden nicht ausschließlich durch eine medikamentöse Therapie. Mindestens genauso wichtig ist eine ausgewogene Ernährung in Richtung weniger Fleisch, weniger tierische Fette hin zu mehr pflanzlichen Ölen, ungesättigten Fettsäuren und Fisch. Wichtig ist auch, dass Sie das Rauchen beenden, weil Sie damit die MS weniger aggressiv machen können. Wichtig ist, dass Sie sich ausreichend bewegen, weil Sie damit nicht nur Ihr Herz und Ihr Kreislauf verbessern können, sondern weil Sie damit direkt Faktoren produzieren, die Neuroregeneration, also Reparatur von beschädigten Nervenzellen im Körper selbst herstellen können. Und wichtig ist auch sozialer Kontakt und innere Balance, denn je mehr Sie sozialen Kontakt und innere Balance haben, desto weniger werden Sie ängstlich sein und die Ängstlichkeit führt direkt zu Entzündungen im Körper, die wiederum die MS verschlechtern können. Ich bin Konstanze und 53 Jahre alt. Meine Diagnose bekam ich am 3. Mai 2017. Da hatte ich wohl den ärgsten Schub meines Lebens, da ich halbseitig fast gelähmt war und enorme Sehschwierigkeiten hatte. Als ich das erfuhr,
hatte ich nur einen Gedanken, weder der Rollator noch der Rollstuhl kommt für mich in Frage. Und ja, dank meines Installer-Dickkopfes wird das auch nicht der Fall sein, so wie es aussieht. Die Zeiten, in denen es mir absolut nicht gut ging, die sind Geschichte, aber es hat viel Kraft und Arbeit gekostet, das zu schaffen. Mein Leben ist seitdem her nicht mehr, wie es vorher war. Ich lebe jetzt von Tag zu Tag. Es ist mir unwichtig, was andere denken, wenn ich torkle oder wieder mal unmotiviert zu Boden falle. Die MS und ich haben jetzt eine freundschaftliche Beziehung. Andere Menschen gehen mit ihren Hunden spazieren. Ich gehe täglich mit meiner MS ins Grüne bei jedem Wetter. Egal, ob ich für meine 6 Kilometer gut eine Stunde oder gut 2 Stunden brauche. Ich stimuliere auch täglich meine Nerven mit dem Vibro-Shape, um meine Koordination aufrechtzuerhalten. Auch Reha-Besuche sind wichtig, so genauso wie mentale und psychische Hilfe gut tat. Sprich, ich habe mein Leben von links auf rechts gedreht, inklusive Wohnungswechsel und dem schwersten Punkt, dem Rauchen aufzuhören. Ebenso wichtig ist es, jemand um Hilfe zu fragen und zu bitten und diese auch anzunehmen, wenn es einmal nicht so optimal läuft. Guten Tag, mein Name ist Denise Kolleger, ich bin Ergotherapeutin und unterrichte am Studiengang für Ergotherapie der FH Joanneum. Ich darf Ihnen heute unsere Berufsgruppe im Zusammenhang mit der Diagnose Multiple Sklerose vorstellen. Grundsätzlich arbeiten Ergotherapeutinnen mit Menschen verschiedener Altersgruppen, welche durch Symptome oder Diagnosen im Alltag Beeinträchtigungen oder Einschränkungen erleben. Wir setzen uns mit jedem Klienten, jeder Klientin den größtmöglichen Erhalt der Selbstständigkeit als Ziel. Bei der Diagnose Multiple Sklerose wenden wir unter anderem verschiedene Maßnahmen zum Erhalt und Aufbau von Funktionen und Fähigkeiten an. Diese könnten zum Beispiel ein Sensibilitätstraining sein, ein Feinmotoriktraining, ein Gleichgewichtstraining bei Unsicherheiten, ein Gedächtnistraining oder aber auch andere. Wir haben auch die Möglichkeit, eine Hilfsmittelberatung durchzuführen, um so Sekundärschäden zu vermeiden oder durch zum Beispiel einfache Schraubverschlusshilfen, eine Erleichterung im Alltag zu erzielen. Dies war auch schon eine kurze Einführung in die Ergotherapie und die Möglichkeiten der Ergotherapie unter anderem bei der Diagnose Multiple Sklerose. Der wichtigste Grundsatz in der Ernährung bei Multiple Sklerose ist die Beibehaltung einer ausgewogenen Mischkost. Der Fokus liegt auf einigen wenigen Inhaltsstoffen in der Ernährung. Bestimmte Fettsäuren und deren Verhältnis in der Ernährung bei Multiple Sklerose spielen eine wesentliche Rolle. Gesättigte Fettsäuren haben möglicherweise einen negativen Einfluss auf den Verlauf der MS. Und daher sollte die Zufuhr möglichst gering gehalten werden. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren leisten einen entscheidenden Beitrag zur entzündungshemmenden Ernährung bei MS. Hier geht es vor allem um die Arachidonsäure und die Eicosapentaensäure. Diese Fettsäuren werden dazu verwendet, Botenstoffe im Körper herzustellen, wobei aus Arachidonsäure entzündungsfördernde Stoffe und aus Eicosapentaensäure entzündungshemmende Stoffe gebildet werden. Das Prinzip in der Ernährung lautet also, weniger Arachidonsäure und mehr Eicosapentaensäure aufzunehmen. Eine Reduktion der Arachidonsäurezufuhr geschieht nur über eine Reduktion der Aufnahme an sehr fettreichen tierischen Lebensmitteln wie Fleisch, Wurst und Eier. Lebensmittel, Eicosapentaensäure in hoher Konzentration enthalten, sind vor allem Meeresfische wie Lachs oder Hering, aber auch Kabeljau und Karpfen sowie Leinöl, Rapsöl und Walnussöl. Der zweite wichtige Aspekt in der Ernährung bei MS ist die Zufuhr von Antioxidantien wie Vitamin C, E und Beta-Carotin. Diese Vitamine fangen freie Sauerstoffradikale ein und schützen die Körperzellen so vor deren schädigendem Einfluss.
Lebensmittel wie Erdbeeren, Paprika, Brokkoli sind sehr günstig, aber auch Rapsöl, Walnüsse und Fisch liefern wichtige Antioxidantien. Zusammenfassend ist eine ausgewogene Mischkost mit dem Fokus auf die regelmäßige Zufuhr der richtigen Fettsäuren und die Zufuhr von Antioxidantien die zu empfehlende Kostform bei Multiple Sklerose. Herzlich willkommen. Mein Name ist Frank Amort und ich bin Senior Lecturer am Institut für Gesundheitsmanagement im Tourismus der FH Joanneum in Bad Gleichenberg. Dort unterrichte ich verschiedene Fächer im Bereich Public Health. In meiner Forschungsarbeit beschäftige ich mich unter anderem mit den Themen Gesundheitskompetenz und Selbsthilfe. Darüber möchte ich heute kurz mit Ihnen sprechen. Für Sie ist es vielleicht auch interessant, dass ich meinen Zivildienst bei der österreichischen Multiple Sklerose Gesellschaft vor vielen Jahren geleistet habe, aber dadurch auch einen sehr direkten Einblick in das Leben mit dieser Erkrankung bekommen habe. Multiple Sklerose, wie jede andere chronische Erkrankung, ermöglicht es Patientinnen und Patienten in unterschiedlicher Weise, dieses Sein als Patient und Patientin zu leben. Eine Möglichkeit ist die Rolle als sehr passiver Patient oder Patientin. Man akzeptiert Schulungen, nimmt daran teil, lässt sich ausbilden und erfüllt, was von einem als Patient, Patientin verlangt wird. Ganz anders ist es, wenn man als Patient oder Patientin eine sehr aktive Rolle übernimmt. Leadership. Man wird so zum Mitgestalter der Krankheit und der Gesundheit. Man koproduziert, man trifft aktiv Entscheidungen und gestaltet das Leben mit. Dass das aber möglich ist, dazu braucht es Gesundheitskompetenz. Was genau ist Gesundheitskompetenz? Darunter wird verstanden, dass Menschen die Fähigkeit haben, relevante Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen, zu bewerten und dann letztlich auch in ihrem Leben anwenden zu können, um so einen aktiven Beitrag für mehr Lebensqualität leisten zu können. Gesundheitskompetenz ist aber nicht nur etwas Individuelles, es ist nicht nur eine Bringschuld des Patienten oder der Patientin, es ist auch etwas Organisationales. Das heißt, Gesundheitskompetenz kann und muss auch in Spitälern und Ordinationen gelebt werden. Ein Thema, mit dem man sich bisher weniger beschäftigt hat, ist die gesundheitskompetente Selbsthilfegruppe. Hier ermöglicht Selbsthilfe eine unterstützende Umwelt. Sie schult Mitarbeiterinnen und die Angehörigen der Selbsthilfegruppe. Partizipativ werden Entscheidungen getroffen und es wird ein Empowerment aller Menschen mit der Erkrankung ermöglicht. Ich würde Sie sehr dazu einladen, gemeinsam mit anderen Menschen diesen Weg in eine gesundheitskompetente Selbsthilfe zu wagen. Das ist sicherlich eine Herausforderung. Es erfordert, Selbsthilfe neu zu denken und anders zu organisieren. Aber gesundheitskompetente Selbsthilfe ist eine Chance, insbesondere Selbsthilfegruppen für jüngere Menschen und Menschen, die man bisher weniger erreicht, in Zukunft besser erreichen zu können. Ich hoffe, dass für Sie persönlich die individuelle Gesundheitskompetenz oder die gesundheitskompetente Selbsthilfe eine Hilfe in Ihrem Leben mit der Erkrankung sein wird.